Es ist soweit, Leute. Hier in Part 6 können wir endlich nach Velour fahren. Übrigens, wenn es dunkel wird, dann fahren wir richtig. Tatsächlich einfach nur. Da ist Velour mit seinem großen Tor, wo man einen Pass braucht, wenn man durchkommt. Jenseits dieses Punktes liegt das Velour Empire. Den Pass bitte. Ein Pass, den habe ich hier. Nehmen Sie sich ruhig Zeit, ihn zu studieren. Also gut. Sie können weiterfahren. Booyah Shakalaka. Oder so ähnlich. Sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Wir haben gerade einen Velour-Sicherheits-Checkpoint passiert. Das ist schon eine Leistung, meinst du nicht? Genau. Ich dachte, nach Velour zu kommen wäre viel komplizierter. Jetzt müssen wir nur noch ins... Was ist das? Der einzige Eingang zur Stadt Velour, die Grand Fortress. Velour ist von unzugänglichen Bergen umgeben. Das ist der einzige Weg hinein und hinaus. Wow. Ich kann nicht fassen, dass jemand etwas so Großes gebaut hat. Warum nicht? Während des Velour-Nazre-Kriegs bombardierten über 100 Nazre-Kriegsschiffe tagelang diese Festung. Alle Projektile wurden jedoch von diesen Mauern abgestoßen. Die Fortress ist die vielleicht stärkste Festung der neuen Welt. Das ist die alte Welt. Alte Welt? Da klingelt es an der Tür. Moment. Ein guter Part, ne? So in 1 Minute 40 und schon klingelt es an der Tür. Egal. Schau, sie bewegt sich. Mein Controller, ich kann sie dann vibrieren. Wenn ich ihn nicht auf den Boden gelegt habe, das wäre so... Nicht gut. Das sind ein paar Kanonen, ja doch. Jesus. Die Tür der Festung öffnet sich nur einmal am Tag, um Schiffe durchzulassen. An der Rückseite dieser Mauer reiht sich Kanone an Kanone. Sie haben fast die gesamte Nazgûl-Flotte ausgelöscht. Verteidigung und Offensive Naim. Das ist eine uneinnehmbare Festung. Dort werden Captain Dein und Fina gefangen gehalten. Kein Gefangener konnte je aus dieser Festung fliehen. Obwohl ich gehört habe, dass es einen Ausgang gibt. Wirklich? Dann ist es also möglich. Ja, wenn sie ihre Gefangenen hingerichtet haben, werfen sie die Leichen von der Insel. Na toll, was machen wir jetzt? Ha, keiner ist hier entkommen, weil ich es noch nicht probiert habe. Ich liebe Herausforderungen. Der ist so ein kleiner, ne? Keine Sorge, ich werde unsere Freunde retten und aus dieser Festung fliehen. Wart's ab. War nur noch nicht da. Daran liegt das. Ich meine, ein gesundes Maß an Selbstvertrauen, ja, das ist schon richtig, sollte man haben heutzutage, aber meine. Wir sind gerade mal Level 8, was, glaube ich? Also ja, der Punkt ist halt, ab hier wird's bisschen gefährlich, weil wir sind eingesperrt tatsächlich. Also man kommt hier nicht mehr raus. Wenn man Probleme hat, muss man wirklich aufpassen, was man da macht. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es ist halt nur, ne, man muss drauf achten. Man muss immer drauf achten. Aber das ist das kleinste Problem, sag ich mal. Eigentlich. Würde ich mal glatt behaupten. Anyway. Lord Garcian, ihre Admirale sind... Ja, doch, Admirale sind versammelt, wie sie befohlen haben. Ausgezeichnet. Das musste ihm gesagt werden, sonst hätte er das nicht gemerkt. Die haben sich ja förmlich angeschlichen, diese kleinen Schlingel. Schlingelingel. Admiräle der Velour Armada, darf ich jedem von Ihnen zuerst meinen Dank dafür aussprechen, dass Sie sich so kurzfristig zu einem Treffen bereitgefunden haben.
Hiermit möchte ich bekannt geben, dass wir eine Bürgerin der Silver Civilization in Gewahrsam genommen haben, die von Kaiserin Theodora angeordnet. Was? Wie? Ah, wir haben endlich einen gefangen genommen. Wer hat das vollbracht? Ich habe sie natürlich zuerst gefunden. Ich habe ihr Schiff lahmgelegt und sie gefangen genommen. Aber ich bin von meinem eigenen Vizekapitän betrogen worden, der sie mir wegnahm. Ich bin sicher, Kaiserin Theodora ist sehr froh darüber, dass sie wiedergefunden wurde. Wenn wir sie jetzt noch davon überzeugen könnten, uns die gewünschte Information zu geben, würde das die ganze Mühe wettmachen, die uns ihre Gefangennahme gekostet hat. Sie sagten, dass das gefundene Mitglied der Civilization eine Silver Civilization eine Frau sei. Das ist nun wirklich etwas, über das man sich freuen kann. Wie alt ist sie? Sieht sie gut aus? Kleidet sie sich in Leder? Ich mag meine Frauen wild und verrückt. Da hast du Pech, Vigoro. Das Mädchen ist genau das Gegenteil. Sie ist schüchtern und zurückhaltend. Ihr Name ist Fina. Sie wird gerade zur Kaiserin Theodora im Imperial Palace gebracht. Ach du Scheiße, Deloco. Ja, der ist auch ein bisschen Deloco. Sehr gut, Admiralin Beleza. Wie ich sehe, sind Sie aus gutem Grund unsere Spionage-Experte. Als Chef der Waffenentwicklung habe ich natürlich großes Interesse an der Technologie der Civilization. Ich stolper da echt über meine Zunge die ganze Zeit. Ich werde mich zurück zum Imperial Palace begeben und Kaiserin Theodoras Antworten in Bezug auf die Suche nach den Blutcrystals abwarten. Jetzt gibt es auch noch Kristalle. Fina, unsere neue Verbündete, wird uns dabei helfen, alle 6 Kristalle auf der ganzen Welt einzusammeln. Crash Bandicoot, bring mir die Kristalle! Was dich betrifft, Alfonso, in deinem Bericht hast du gelogen und zur Strafe wirst du deiner Position als Kommandeur der Ocean Fleet enthoben und für unbestimmte Zeit nach Ixataka verbannt. Ixawasser? Sie meinen, ich habe in meinem Bericht gelogen, mein Herr. Wovon sprechen Sie? Du wurdest von den Luftpiraten angegriffen und du hast deine Mannschaft und dein Schiff aufgegeben, um dich selbst zu retten. Dein Schiff und deine Mannschaft wurden vor kurzem von den Luftpiraten auf freien Fuß gesetzt. Sie haben einen vollständigen und genauen Bericht abgeliefert. Bah! Unsere Armada ist unbesiegbar. Schwäche zu zeigen ist unverzeihlich. Ich hoffe, dass du das nie vergessen wirst. Die Versammlung ist aufgerufen. Ich möchte, dass sie sich alle für einen schnellen Aufbruch bereithalten. Jawohl, Lord Galsian. Galsian, 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 Dank. Okay, währenddessen. Tatsächlich im Prinzip einfach nur währenddessen. Während das alles passierte, fahren wir gerade in den Palast. Entschuldigung, ich muss schon sagen, in den Palast rein, aber nein. Das ist also die Hauptstadt von Velua. Sie ist beeindruckend. Sie ist wundervoll, aber der Himmel ist so düster. Valua ist eine schöne Stadt, aber aufgrund der starken Gewitter, die vom Yellow Moon verursacht werden, ist sie in ewige Dunkelheit gehüllt. Genau vor uns ist der Imperial Palace. Die Gegend an der linken Küste wird Upper City genannt. Upper City. Die Einwohner von Valua sind entweder sehr reich oder sehr arm und hassen sich gegenseitig. Nur die reichsten Leute in Valua leben in Upper City. Die weniger Begüterten sind auf Lower City beschränkt. Deine rechten Küste. Es ist nicht gerecht, sie zu zwingen, in solche Armut zu leben. Es ist nicht. Naja. Hey, Captain, wo sollen wir landen? In Lower City. Dort gibt es eine Werft, die Schiffe repariert und nachbaut. Ei, ei. Ich werde im Hafen von Lower City landen. Haben die nur einen? Nicht, dass das wirklich wichtig wäre, aber. Ich hätte ja gedacht, dass sie viel, viel Geld oder so sammeln wollen oder so. Weißt du, was ich meine? Wow. Das wäre irgendwie normal. Lower City sieht vom Namen noch schlimmer aus. Alles ist so schmutzig und heruntergekommen und es riecht nach Unrat. Ja, wenigstens nicht nach Würstchen. Wir müssen diesen Ort trotzdem auskundschaften. Wir müssen eine Möglichkeit finden, Dad und die anderen zu retten. Captain, was meinst du, was wir tun sollen? Ich kehre zu den Docks zurück. Ich werde die Installation der Harpoon-Kennern überwachen. Aha. Trennen wir uns. Aiko und ich schauen uns in der Stadt um, während du deine Kanone holst. Wenn wir fertig sind, treffen wir uns wieder im Wirtshaus. Klar, nur später, ihr zwei.
Dafür, dass er der Captain ist, stelle ich aber gut die Pläne auf, ne? Weißt du Bescheid, alter Mann. Mach das, was ich will. Der Captain weiß, wird dir den Kopf abreißen. Ah. Aber ja, ihr seht schon. Ist ein recht trostloser Ort hier. Nebenbei die Kriegerrune wollte ich mir mal angeguckt haben. Und wie ihr seht, verstärkt Angriff, Verteidigung, Treffer, Prozentualität und Ausweichprozentualität. Eine gute Sache. Ich meine, das ist nur die Angriffskraft, deswegen ist das schon so in Ordnung. Ne? Finde ich gut. Also ein bisschen mehr Verteidigung haben, das ist in Ordnung. Anyway, weiter geht's. Jetzt muss ich mal gucken. Die Stadt ist so düster. Paruru, Pau Pau. Ja. Das ist genau das, was ich auch immer sage. Das ist nicht das Haus, was ich suche. Ich weiß, schockierend. Ha, wer seid ihr? Hallo, kleiner Junge. Sieht aus wie Matrosen, aber ihr seid ziemlich blöde. Wer würde schon den ganzen Weg in ein Café Lower City kommen? Ach was, du bist aber ganz schön penetrant. Das erinnert mich an jemanden, als er noch klein war. Hey, ich war nicht so frech, als ich klein war. Das musst du schon zugeben. Was hast du gesagt? Willst du dich mit mir anlegen? Der Name ist Marco. Jeder, der in dieser Stadt etwas zu sagen hat, weiß, wer ich bin. Für so einen kleinen Jungen hattest du aber ein ganz schön großes... hast du aber ein ganz schön großes Maul. Tut uns leid, Junge, aber wir haben jetzt keine Zeit, mit kleinen Kindern zu spielen. Was hast du gesagt? Das werde ich mir merken. Dummköpfe. Dummköpfe. Ja, jedenfalls. Ja, nee, das jetzt weniger. Ich suche immer noch eigentlich was komplett anderes. Was hier? Nein, das ist zwar eine Bar, das ist ganz schön und so, aber das suche ich eigentlich auch nicht. Aber man kann ja mit ihm reden. Das ist nicht gut. Das ist nicht sonderlich gut. Trotz allem suche ich noch immer etwas und werde es auch irgendwann mal finden. Und damit meine ich nicht das Ding hier. Wobei das auch ganz gut ist. Sacres, Kristalle. Können wir immer gebrauchen. Aber das ist nicht das, was ich suche. Wieder frei nach dem Motto, dies sind nicht die Kartoffeln, die ihr sucht. Ah gut, ich muss mich sowieso in Lower City immer erst umgucken, weil so oft bin ich hier nicht. Auch im späteren Spielverlauf werde ich nicht oft hier sein. Ist das eine Kantine? Ich glaube schon. Aber zumindest so sehe ich also die Kantine, ne? Das sieht richtiger aus, ja. Ey, du, hast du zufällig einen Bruder, der genauso aussieht wie du? Auf Sailor's Island? Kann das sein? Ach, endlich mal was anderes. Ein Valuarang. Valuarang, das ist auch schön. Und die Valuar-Rüstung. Brauchen wir theoretisch zweimal, kaufen wir seit zweimal. Gut. Das ist doch gar nicht mal schlecht für IK eigentlich. Zack. Okay. Eigentlich hätte ich auch direkt an dieser Stelle verkaufen sollen, weil wir brauchen tatsächlich ein bisschen Kohle. Hier wäre, glaube ich, auch ein Schiffsladen, aber.
noch darf ich nichts großartig verkaufen oder kaufen. Ich habe das Gefühl, das machen sie, damit ich nicht aus Versehen am Ende da stehe mit Sachen, die ich eigentlich bräuchte, aber nicht mehr haben oder so nach dem Motto. Ich hätte gerne 29 Stück davon. Davon genügend und hiervon so viele wie ich kann, also 10 Stück. Das könnte praktisch werden, muss es aber nicht. Ah, okay. Dann sehen wir demnächst haufenweise Black Pirates, die mit Harpunen durch die Gegend ballern. So, yay. Und wird demnächst alles weggesprengt. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich tatsächlich da lang musste oder nicht. Aber man kann ja mal gucken hier. Einmal mit dem Aufzug. Ist verdammt langsam, aber hey. Irgendwann kommen wir da an, wo wir hinwollen. So gesehen. Ja, tatsächlich hat die Lower City noch ein bisschen mehr. Aber nur ein bisschen. Sie sagen, in Upper City könnte man so viel Brot essen, wie man will. Ich habe noch nie Weißbrot gegessen. Nur hartes, schwarzes Brot. An weißem Brot zerbricht man sich nicht die Zähne. Ich würde es gerne einmal probieren. Oh, man. Ich habe meinen Toast mal für, naja, normal gehalten. Aber ja, du siehst auch überhaupt nicht krummlich aus. Warum 80? Ding jetzt. Ich nehme an, wir werden bleiben. Wir haben noch jemanden dabei. Einen großen alten Mann, der für das Zimmer bezahlen. Okay. Ich hoffe um deinetwillen, dass du die Wahrheit sagst. Wenn er nicht kommt, klopfe ich an deine Tür. Schon gut. Wenn er nicht kommt, können sie uns rauswerfen, wenn sie wollen. Wir gehen jetzt auf das Zimmer. Aha. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Cool. So muss das. Der alte Mann wird für uns bezahlt. Tschüssikowski. Ha. Ich bin so müde. Ich kann kaum noch stehen. Es ist schon lange her, dass ich in einem schönen warmen Bett mit Kissen und Decken lag. Ich bin auch müde, Alka, und wir hatten ja auch kaum Zeit, uns zu entspannen, seit wir Pyros Alpha ließen. Stimmt. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt richtig schlafen kann, auch nicht in einem richtigen Bett. Ich muss immer zu an Captain Dine und die anderen denken. Ich bin mir sicher, es geht ihnen gut. Versuchen wir wenigstens uns etwas auszuruhen. Wer weiß, wann wir wieder einmal in richtigen Betten schlafen können. Genau. Du schläfst schon seit ein paar Nächten in einer Hängematte, gekrümmt im Maschinenraum der Little Jack. Wenig Platz macht mir nichts aus, aber der Motor ist so alt. So laut. Oh, entschuldige, dass ich ein altes Schiff habe. Captain, ich hab dich nicht so weit zurück erwartet. Wenn du mein Schiff nicht magst, kannst du dir ein anderes suchen. Mein Schiff war eigentlich immer nur für mich gedacht. Ich hab's nicht so gemeint. Ich bin wirklich dankbar, ehrlich. Stimmt was nicht, Alka. Du bist ja ausnahmsweise mal still. Morgen früh, die Luftpiraten. Unsere Freunde werden hingerichtet. Man sagt, es findet im Kolosseum statt. Warum da nicht Kolosseum steht, weiß ich auch nicht. Wenn die Luftpiraten hingerichtet werden, zieht das immer eine Menge Leute an. Öffentliche Hinrichtung. Das hört sich nach etwas an, das den Einwohnern dieser Stadt sicher Spaß macht. Wir müssen uns beeilen und sie retten. Sie werden alle getötet. Weiß, was sollen wir tun? Versuchen heimlich ins Kolosseum zu schleichen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Morgen schleichen wir uns ins Kolosseum. Dad und die anderen werden bestimmt morgen früh dorthin gebracht. Dann werden wir sie retten. Was? Meinst du etwa, du wirst nicht versuchen, sie jetzt gleich zu retten? Wenn wir anfangen, überall wie wild herumzusuchen, werden wir wahrscheinlich von den Velour Guards gefangen. Und wenn das geschieht, sind wir alle tot. Weiß hat recht. Es wird vielleicht etwas unangenehm morgen im Kolosseum, aber es ist unsere beste Chance, sie zu retten.
Yeah! Also abgemacht, morgen früh im Kolosseum. Wo wir jetzt eine Art Plan haben, total, der Plan ist uns reinzuschleichen, aber wir wissen nicht wie. Fühle ich mich etwas besser. Ich glaube, es wird klappen. Außerdem haben wir den Überraschungseffekt auf unserer Seite. Das ist also unser Plan. Morgen brechen wir ins Kolosseum ein und retten sie alle. Wer ist das? Nicht wer ist da, sondern wer ist das? Jemand bespitzelt uns, lass sie nicht entkommen. Weiß, kann ich dir helfen? Yeah. Hat sich zwar eigentlich nicht gelohnt, das jetzt zu machen, aber ich find's ganz cool anzusehen. Na, wirst du wohl diesen Pfeil daneben, danke sehr. Na. Ist ein bisschen pingelig. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber man sollte es merken, weil es pingelig ist. Und ich kann natürlich nicht springen, wenn er da noch steht. Das ist auch so eine Sache. Tja, zu spät. Lass mich runter, du glasäugiger Verrückter! Was zum... Du bist dieses Kind von heute Nachmittag. Du bist dieses Kind. Ich weiß auch nicht, warum da jetzt Kind nicht übersetzt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so... Das ist ein bisschen merkwürdig. Was geht dich das an? Lass mich sofort runter! Oh, du hättest mich ja nicht fallen lassen brauchen. Weiß, hast du ihn gekriegt? Yep. Nein, wieder dieses lästige Balk. Wer ist hier lästig? Wenigstens habe ich nicht Haare wie eine Vogelscheuche. Ich habe alles gehört, was ihr gesagt habt. Wenn ich euch jetzt bei den Wachen verpetze, würdet ihr alle hingerichtet. Tja, also... Da bleibt uns wohl nicht viel übrig. Wir werden dich jetzt töten müssen, Junge. Warte, Captain. Pah, wenn ihr mich töten wollt, dann tut es doch. Als ob sich jemand darum scheren würde. Ich glaube nicht einmal, die Ratten würden mich vermissen. Ich habe hier in diesem Rattennest mehr oder weniger mit dem Leben abgeschlossen. Wenn ich tot bin, brauche ich wenigstens nicht jede Nacht in den Mülltonnen nach Essen suchen. Wirklich. Gut. Dann bereust du es nicht. Captain, er ist doch noch ein Kind. Hey Marco, dieses Loch im Boden neben dir. Was ist das? Ach, das? Es gibt Katakomben unter der Stadt. Ich habe gehört, es gibt sie schon seit der alten Welt. Heutzutage dienen sie nur zur Kanalisation. Dort unten wohne ich. Ach wirklich, Kanalisation. Kommt man darin zum Kolosseum? Ja, sie geht bis zum Kolosseum. Moment mal, meinst du das ernst? Klar. Wenn wir in den Katakomben bis zum Kolosseum kommen, können wir uns reinschleichen, ohne uns um die Wachen Sorgen machen zu müssen. Du bist doch wohl nicht ganz bei Trost. Die werden euch erwischen, das ist unmöglich. Warum gebt ihr nicht einfach auf und geht nach Hause? Geht nicht. Blue Rocks geben nie auf. Besonders, wenn ihre Freunde mit ihnen rechnen. Marco, wenn du je zur See gehen und in einen Sturm geraten solltest, so wie du redest, würdest du wahrscheinlich einfach aufgeben. Es ist so stürmisch. Ich hätte nicht auf dieses Schiff gehen sollen. Ich will meine Mami. Das würdest du wahrscheinlich sagen. Was? Das nimmst du zurück. Selbst wenn du in einen Sturm gerätst, gibt es immer einen Ausweg. Egal wie düster die Dinge erscheinen mögen. Ich war schon in wirklich schlimmen Situationen und suche immer nach einem Ausweg. Jetzt bin ich in einer solchen Situation und ich gebe nicht auf. Also, was willst du damit sagen? Captain, Aika, morgen nehmen wir die Katakomben zum Kolosseum.
Da wir erst morgen los müssen, sollten wir uns heute Nacht ausruhen. Warum Drachma da eigentlich mitmacht, weiß ich allerdings tatsächlich. Hey, wolltet ihr mich nicht erst umbringen? Du kommst morgen mit uns zum Kolosseum. Du sagtest, du wärst lebensmüde, oder? Nun, ich möchte, dass du vor deinem Tod noch etwas Interessantes erlebst. Was? Das kann nicht dein Ernst sein. Eigentlich sollte das auch nicht so ernst sein, so gesehen, aber naja, gut. Endlich hatten wir einen Plan. Mit unserem Ziel vor Augen gingen wir zurück zum Wirtshaus, krochen in unsere weichen, warmen Betten und schliefen fest ein. Der Morgen kam viel zu früh, der Himmel war so dunkel, als hätte uns die Sonne im Stich gelassen. Wir hofften still bei uns, dass das kein böses Omen sei. Naja, besser wär's, ne? Heute gilt's. Ich hoffe, wir können sie retten. Los, gehen wir zum Eingang der Katakomben und zum Kolosseum. Entweder wir schaffen es alle oder keiner von uns. Warum macht Drachma... Ich meine, ich find's gut, wer ist Level 12. Das ist total in Ordnung, aber... Warum macht Drachma da mit? Ich verstehe das nicht. Wie gesagt, habe ich absolut nichts gegen, aber eigentlich... Ist Drachma, naja, eigentlich nur dafür da gewesen, uns nach Belua zu bringen. Und er wollte seine Schiffskanone haben, woran er ja so gesehen... Tolle Wand. Insgeheim arbeiten kann, was ja auch in Ordnung ist, aber es ist halt irgendwie merkwürdig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es hier richtig ist. Weil ich glaube nämlich nicht. Nö. Weil ich will in dieses Haus hier rein. Noch zum Ende des Parts. Dafür bin ich gerade komplett falsch gegangen. Also Treppe wieder hoch. Gut dabei aussehen. Oder auch nicht. Den Weg zurück. Juhu. Soweit mir mein Guide das sagt... Hätte man wohl auch. Ist immer noch nicht richtig, aber schön, dass es hier so einen kleinen Weg gibt. Hätte man übrigens auch Marco anders fangen können. Hätte dafür noch ein Sakri-Kristall gekriegt. Aber, naja. Der ist nicht ganz so wichtig für unsere weitere Reise, wenn man so möchte. Von daher ignoriere ich das einfach mal. Zwar nicht, ja. So ein Vollhorst nicht gespeichert habe, von daher. Muss es hier sein? Nee. Oder hier durch? Kann das sein? Nein, oder? Ich habe das Gefühl, ich habe keine Ahnung, wo das ist, was ich suche. Ah, sehr gut. Das ist immer sehr gut. Ich habe nur ein Zimmer hier drin, ne? Wow. Kann es eigentlich auch nicht sein. Irgendwie verstehe ich das gerade falsch, scheinbar. Egal, es geht tatsächlich auch wieder nur um eine Moonberry, die ich eigentlich holen könnte. Aber irgendwie scheine ich den richtigen Gang nicht zu finden. Was soll's? Was soll's? Oder ich war eigentlich da unten richtig und hab's nicht gesehen und hätte eigentlich da dann lang gehen müssen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Einmal so eine Runde im Kreis rennen in der Lower City, die wir hier nach, ich glaube, nie wiedersehen werden. Sei denn, ich entscheide mich grundsätzlich doch mal hier hinzukommen. Ich glaube nicht. Was hier? Ich glaube, hier war es. Ja, das sieht gut aus. Gott sei Dank, doch noch gefunden. Cool.
Ich weiß, das sah so aus, als wäre ich jetzt grundsätzlich die ganze Zeit gegen eine Wand gelaufen, aber in dem Fall nein, tatsächlich habe ich den Knopf, also den Stick in eine andere Richtung gedreht, aber Weiß hatte keine Lust, sich zu drehen. Okay, eine wunderschöne Boomberry, nur für uns alleine. Und damit können wir dann zurück zum Eingang zu den Katakomben. Das waren zumindest alle Schätze, die man hier finden kann. Außer wie gesagt der Sakri-Kristall, den man rein theoretisch vom Marco kriegen könnte, wenn man ihn besser fängt, aber Details, ne? Details. Beim nächsten Mal geht's dann in die Katakomben hinein. Und bis dahin wünsche ich euch allen tatsächlich auch nochmal einen schönen Tag. 10, das ist viel zu teuer. bis zum nächsten Mal. Viel besser. Oh ja, noch besser. Ja, Schädelschild. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.